Morgen. Moin, los. Moin. Hermann ist noch nicht da. Was, noch nicht da? Höchste Zeit. Ja, ich hol inzwischen mal die Papiere. Ja, gut. Auch die Grippe. Ja, ja, geht's natürlich nicht. Danke, wiederhören. Jetzt weiß ich wirklich nicht, woher wir noch einen Ersatzfahrer kriegen sollen. Und wir haben keinen mehr frei? Alle schon eingeteilt. Bitte. Guten Tag. 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 Ich wollte die Papiere holen. Ja. Hermann ist noch nicht da. Der kommt auch nicht. Grippe. Grippe? Mhm. Schon wieder einer. Tja. Greift ja ganz schön um sich. Nun fahre ich ihm alleine. Moment mal, Herr Lehmann. Hören Sie, Herr Brodersen. Die Terminverschiebungen sind einfach unmöglich. Meine Wagen rollen schon. Und wer ersetzt mir die Wartezeit? Das haben Sie beim letzten Mal auch behauptet. Augenblick, Frau Merkatz. Nein, ich habe kein Verständnis. Ich bestehe auf strikte Einhaltung der Verträge. Das, was Sie höhere Gewalt nennen, ist nichts als mangelhafte Organisation. Mein Vater? Mit dem hätten Sie sowas erst gar nicht probiert, Herr Brodersen. Gut, das will ich hoffen. Wiederhören. Haben Sie einen Fahrer? Nein, aber Lehmann meint, er könnte alleine fahren. Das geht natürlich. Aber das haben wir nie gemacht. Ihr Vater duldete das nicht. Tja, dann lasse ich es auch nicht zu. Der Transport wird natürlich platzen. Stimmt. Tja. Nein, der Transport darf nicht ausfallen. Tja, aber wer soll da mitfahren? Wir haben doch keinen mehr frei. Ich fahre mit. Kommen Sie, Herr Lehmann, es wird Zeit. Auch noch am Lenkrad. Also, Fräulein Markus, das geht nicht. Sie sind die Chefin, aber eine gute Portion Verantwortung habe ich auch. Und mit Ihrem Führerschein Klasse 3 dürfen Sie das gar nicht. Ja. Und glauben Sie mir, so ein Laster ist kein Sportwagen. Ich weiß. Deshalb habe ich in der Zwischenzeit auch meinen Führerschein Klasse 2 gemacht. Ich dachte, dass ich im Notfall ja auch meinen LKW fahren muss. Sehen Sie sich meinen Führerschein an, damit Sie es auch glauben. Stimmt. Können wir? Ja, ja, natürlich, aber... Ja, bitte fahren Sie vorsichtig, Fräulein Markus. Aber ja, Herr Sievers, wir melden uns von unterwegs. Ach, und übrigens, wenn Herr Wernicke anrufen sollte, dann sagen Sie ihm doch, naja, dass ich als Fahrer einspringen musste. Also fahren wir, ja? Schnell, sehen Sie sich das mal an. Was gibt's denn? Das darf doch nicht wahr sein. Thank you.
Da pfeift doch was. Hören Sie mal. Ich höre nichts. Da, haben Sie jetzt gehört? Den Pfeifton? Sehr gut geäußert, Markus. Das ist der Keilriemen. Bei der nächsten Tankstelle bringe ich das in Ordnung. Hey, was fällt Ihnen ein? Meine Milch! Den Schaden müssen Sie mir ersetzen! Na, warte. Ach, der ist an den Kampf. Da hat denn niemand den Wagen gesehen? Ja, ich. Er hat mich umgeschmissen. Ich habe mir seine Wagennummer gemerkt. Da ist sie. So, schönen Dank auch. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. War nur der Keilriemen. Na dann, gute Fahrt. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, hat sich ausgepfiffen, Chefin. Verzeihen Sie. Ja? Können Sie mich vielleicht mitnehmen? Ich muss dringend nach München. Ich habe meine Brieftasche mit der Fahrkarte verloren. Ja, wir fahren zwar nach München, aber warum nehmen Sie sich nicht gleich einen PKW? Da wäre es doch viel schneller dort. Oh ja, ja, natürlich. Aber Sie wissen doch, die nehmen nicht so leicht jemand mit. Und außerdem, geglaubt wird einem ja sowieso nicht. Da bin ich lieber gleich zu einem Laster gegangen. Und LKW-Fahrer, die sind ja auch viel netter. Es ist nämlich so, meine Frau, die musste plötzlich ins Krankenhaus. Es geht ihr sehr schlecht. Tja, das verstehe ich natürlich. Aber wir Fernfahrer, wir dürfen keine mitnehmen. Können wir denn da nicht mal eine Ausnahme machen? Es gibt eine Ausnahme für Fernfahrer. Wenn eine Lebensgefahr besteht, oder? Ja, aber darum handelt es sich doch hier. Ja, so könnte man es doch auslegen. Also, kommen Sie mit. Ich nehme es auf meine Kappe. An alle Streifenwagen. Personenbeschreibung des Sparkassenräubers noch nicht vorhanden. Einzige Anhaltspunkte bisher. Etwa 30 Jahre alt. Schlank. Größe mittel. Gesucht wird grauer VW, in dem der Sparkassenräuber geflüchtet ist. Amtliches Kennzeichen MZ-DY851. Ende. Warum sind Sie eigentlich so nervös? Na, kein Wunder, wenn seine Frau so krank ist. Was fehlt ihr eigentlich? Was ihr fehlt? Hm? Ja, das ist es ja eben. Die Ärzte finden nicht heraus, was mit ihr ist. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie Sie denken. Oh, doch, doch, doch. Na, ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Aber wie kommen Sie denn darauf, dass es so schlecht um Sie steht? Wie ich darauf komme? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Sehen Sie, immer wenn die Ärzte so drumherum reden, also nichts Genaues sagen, ja, dann weiß man doch gleich. Ich bin so froh, dass Sie mich mitgenommen haben. Ohne Geld in der Tasche. Wie hätte ich sonst nach München kommen sollen? Wann ruft Fräulein Markus an, meinen Sie? Von der nächsten Raststätte aus. In einer halben Stunde ungefähr. In einer halben Stunde? Es hat den Leuten hier mächtig imponiert, dass Fräulein Markus sich selbst an Steuer gesetzt hat. Besonders den Fahrern natürlich. Ich wusste, dass sie die Fahrprüfung für LKW gemacht hat, aber ich dachte, das wäre mehr theoretisch, damit ihr hier keiner was vormacht. Aber dass sie sich wirklich an Steuer setzt... Zimmermann, denken Sie an die Frachtbriefe für die Sammler. Die liegen bereits auf Ihrem Schreibtisch. Ah, ging aber schnell, danke. Als Disponent müssen Sie allein den Kopf haben. Ach, wissen Sie, Herr Wernicke, das ist alles Routine. Wenn Sie erst in die Firma eintreten, dann werden Sie das sehr schnell merken. Was? Ich in die Firma? Nein, Herr Sievers, wie kommen Sie darauf? Ich werde Strafverteidiger. Strafverteidiger? Ja. Schade, wir dachten ja alle. Wollen wir lieber in meinem Büro warten, oder? Vielen Dank, ich gehe in das Zimmer von Fräulein Markus. Ich werde die Zeit nutzen.
Tag. 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 Was ist denn? Sind Sie in der letzten Stunde von einem grauen VW, Kennzeichen MZDY 851, überholt worden? Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich auch nicht. So ein komisches Ding wäre mir direkt aufgefallen. Noch dazu grau, wo grau so eine seltene Farbe ist. Sagen Sie mal, dürfen Sie eigentlich einen LKW fahren? Ja. Fräulein Markus ist die Besitzerin der Spedition. Sie hat den Führerschein Klasse 2. So, aha. Na, dann fahren Sie mal weiter. Danke. Danke. So, jetzt fahre ich aber mal. Was kann der mit dem grauen VW sein? Oh, gestohlen oder sowas. Mhm. Was meinen Sie? Ja, ich weiß nicht. Sehr wahrscheinlich. Mhm. Bisschen Musik? Ja. Das ist er. Hier Cäsar 17, bitte kommen. Auf dem Parkplatz der Raststätte Grübingen steht der gesuchte graue Volkswagen mit dem amtlichen Kennzeichen MZDY 851. Ja, der vom Banküberfall.